Willkommen zum Podcast des Polnischen Instituts Düsseldorf. Wir sprechen über polnische Literatur, aktuelle Bucherscheinungen, neue Ausstellungen und Filme und vieles mehr. In unserem ersten Podcast widmen wir uns dem Buch unserer älteren Bruder, eine Textcollage von Tadeusz Różewicz. Und wer konnte uns dieses Buch, das gerade erschienen ist, besser näher bringen als einer der Übersetzer ins Deutsche, Bernhard Hartmann? Du kanntest Tadeusz Różewicz auch persönlich. Wer war Tadeusz Różewicz? Und vielleicht direkt die Frage, wie kann man ihn literarisch einordnen? Tadeusz Różewicz war einer der wichtigsten polnischen Dichter der Nachkriegszeit. Und er gilt für die Lyrik, aber auch für das Drama in Polen als Revolutionär. Das heißt, er hat nach dem Krieg, den er als Partisan miterlebt hat, eine Art von Literatur geschaffen, die dieses Kriegserlebnis, die Zerstörung der Vorkriegstradition, aller Werte, an die die Humanisten bis dahin glauben konnten, der diese Erfahrung literarisch gestaltet hat, indem er alte Formen aufgebrochen hat, indem er von der traditionellen Bildlichkeit weggegangen ist und eine Lyrik geschrieben hat, die als Lyrik des Kahlschlags bezeichnet werden kann. So wie Günter Eich in Deutschland als Dichter der Stunde Null gilt, so ist Tadeusz Różewicz in gewisser Weise für Polen der Dichter der Stunde Null, der dann auch viele weitere Dichtergenerationen beeinflusst hat. Gewesen. Dein Lächeln ist schon da gewesen, wie das Römische Reich, von dem die Jungs lernen müssen, die mit dem blauen Schild. Dein gütiges Lächeln kann ich nicht heraufbeschwören, wie du dich über mich beugst, der ältere Bruder, älter um einen 3 Jahre blutjungen Tod. Ich sage von dir gewesen, wie vom Gesicht eines Menschen aus der Erde ausgegraben. Das Buch ist relativ spät im Leben von Tadeusz Różewicz entstanden und veröffentlicht worden. 1992 in Polen, da war Różewicz bereits 71 Jahre alt und in Deutschland erst 29 Jahre später, 2021. Was ist das Besondere an diesem Buch? Was macht es heute noch lesenswert oder gerade heute lesenswert? Das Besondere an dem Buch ist, dass es, wie der Untertitel der deutschen Ausgabe schon sagt, eine Textcollage ist. Das heißt, Różewicz steht als Autor auf dem Buchtitel, aber die Texte sind von vielen verschiedenen anderen Autoren. Das heißt, es gibt Texte des Bruders, der in gewisser Weise die Hauptfigur des Buches ist, Janusz Różewicz, auf den kommen wir später wahrscheinlich noch. Es gibt Erinnerungen von Weggefährten Januszs aus der Kriegszeit, aus der Vorkriegszeit auch. Es gibt Erinnerungen der Brüder, Texte von Tadeusz Różewicz und dem jüngeren Bruder Stanisław Różewicz, der ein bekannter Filmregisseur dann nach dem Krieg geworden ist. Und diese Texte zusammen ergeben in gewisser Weise das Porträt von Janusz Różewicz, einem jungen Mann, der Dichter werden wollte, der ansonsten aber auch noch nach einem Weg durchs Leben gesucht hat und dem dann, wie so vielen, der Krieg dazwischen gekommen ist und der diesen Krieg dann im Untergrund gekämpft, gearbeitet hat und der aber auch in diesem Krieg ums Leben gekommen ist. Und gerade diese Vielfalt der Texte, der Stimmen, die da sind, macht das Buch natürlich für Verleger ein bisschen schwierig, weil man es nicht als Buch des großen Dichters Różewicz so richtig verkaufen kann, sondern es halt so ein, wenn man Collage sozusagen aus der kunstwissenschaftlichen Sprache oder Literaturwissenschaftssprache übersetzen würde, dann ist es einfach ein Mischmasch, ein großes Durcheinander von verschiedenen Texten, die aber gerade in ihrer Vielfalt eben ein lebendiges Bild sowohl eines jungen Menschen, der den Krieg nicht überlebt hat, ergeben, als auch letztlich ein Bild der Vorkriegskultur und auch einer bestimmten Schicht von Menschen, die in Polen gelebt haben damals. Also das heißt, man erfährt auch etwas über Polen in der Vorkriegszeit.
Kommen wir jetzt zu Janusz Różewicz. Du hast ein paar Informationen schon gegeben. Wer war der ältere Bruder? Wer war Janusz, dem Tadeusz das Buch gewidmet hat? Wie war sein kurzes Leben, muss man sagen? Kannst du bitte kurz seine Biografie schildern? Janusz Różewicz wurde 1918 geboren. Das heißt, als der Krieg angefangen hat, war er 20. Er hat mit der Familie in Radomsko gelebt, hat vor dem Krieg auch noch im zweiten Anlauf und mit Ach und Krach das Abitur geschafft, hat dann seinen Wehrdienst gemacht und aus diesem Wehrdienst ist er dann direkt in den Krieg gezogen, hat den sogenannten Septemberfeldzug, das heißt den deutschen Einmarsch und die kurze Gegenwehr sozusagen und die Niederlage Polens miterlebt und war danach in der Heimatarmee, dem militärischen Arm der Exilregierung in London. Und hat dort, weil er gut Deutsch konnte, quasi als Agent gewirkt. Er wurde zu Missionen ins Deutsche Reich geschickt. Das heißt, er war dort unterwegs, hat wahrscheinlich Nachrichten überbracht, versucht Informationen zu sammeln und ist dann 1944 durch den Verrat eines Spitzels aufgeflogen mit seiner Gruppe, Widerstandsgruppe und dann im November 1944 getötet worden von der Gestapo. Und was im Buch deutlich wird, ist, dass es einfach ein junger, lebensfroher Mann war. Er erzählt, es ist immer wieder von irgendwelchen Liebesgeschichten die Rede, dass er also tatsächlich zustande gekommenen und erhofften, es sind Gedichte da, es sind Erzählungen da, Tagebuchausschnitte, die eigentlich letztlich ganz normalen Schüler, Gymnasiasten zeigen, der neugierig ist, was das Leben für ihn bereithalten wird und der sich auf dieses Leben freut. Gustav war damals ein junger, schlanker Mann von 24 oder 26 Jahren oder vielleicht noch jünger. Er war lebhaft, umtriebig und intelligent. Er hatte dunkle Augen und ebenmäßige Gesichtszüge. Im persönlichen Kontakt war er sehr direkt und kameradschaftlich. Man machte uns miteinander bekannt, weil Gustav, der sehr gut Deutsch sprach, sich auf einen Einsatz im Reich vorbereitete. Wir sollten seinerzeit vor allem in Nord- und Mitteldeutschland agieren. An unsere wenigen Begegnungen in Łódź habe ich nur vage Erinnerungen. Es war ja das Jahr 1943. Der faschistische Terror wurde immer schlimmer. Wir lebten auf einem Vulkan. Es konnte immer sein, dass man uns beschattete in dieser feindlichen Welt, die uns umgab, in diesem deutschen Meer. Gustav kam zum vereinbarten Termin nach Berlin, wo ich schon seit einigen Monaten wohnte. Wir trafen uns wie verabredet in einem ganz normalen Berliner Lokal irgendwo auf der Friedrichstraße. Ich erinnere mich, dass Gustav einen kurzen Mantel trug oder eher eine Lederjacke und hohe Stiefel. Er war sehr munter, geschäftig und zeigte keine Anzeichen von Furcht oder Unsicherheit in der fremden Umgebung. Ich erinnere mich, dass er dem Kellner, der die Rechnung auf den Tisch gelegt hatte, 1 oder 2 Mark Trinkgeld geben wollte. Ich riet ihm, höchstens 20 oder 50 Pfennig zu geben, denn so etwas konnte man in Warschau tun. Aber hier, in der Hauptstadt von Hitlerdeutschland, im Jahr 1943? Schon diese Kleinigkeit hätte Verdacht wecken und die Aufmerksamkeit eines Spitzels, von denen es damals überall wimmelte, auf uns lenken können. In jedem Fall hätte der Kellner sich an uns erinnert und unser oberstes Prinzip war, nicht aufzufallen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, von dem ich aber nicht mehr weiß, ob es in Berlin oder in Łódź stattfand. Gustav sagte etwas über Martha Hari und andere unserer Pendants in der Geheimdienstgeschichte. Er sagte unter anderem, dass uns nichts Gutes erwarte, weil wir entweder von den Deutschen getötet würden oder aber, sofern wir den Krieg überstünden und die Befreiung Polens erlebten, im freien Polen unsere Aktivitäten verheimlichen müssten, damit man uns nicht erledige. Viel zu wissen und im Geheimdienst aktiv gewesen zu sein, barg seiner Meinung nach die Gefahr, dass man auch von den eigenen Leuten beseitigt werden könnte. Das sei nicht selten das Schicksal von Armeespionen.
Und wie war das Verhältnis der Brüder zueinander, Janusz, Tadeusz und auch des dritten, jüngsten Bruders? Da war noch Stanisław, der später auch ein bekannter Filmregisseur wurde und dessen Erinnerungen auch in das Buch eingeflossen sind. Janusz Różewicz war für seinen Bruder, der dann der berühmte Dichter wurde, denke ich, ein großes Vorbild. Also Janusz hat selber Gedichte geschrieben, er hat den um 3 Jahre jüngeren Tadeusz auch mitgenommen zu Lesezirkeln, hat ihn sozusagen in die örtlichen Literaturkreise eingeführt. Janusz hat hat Preise gewonnen bei Schreibwettbewerben. Er hat mit Józef Czechowicz, einem ganz wichtigen Dichter seiner Zeit, der auch gleich zu Kriegsbeginn ums Leben gekommen ist, korrespondiert. Und war letztlich derjenige, das hat Tadeusz Różewicz auch immer wieder betont, der ihn in die Literatur oder zur Literatur gebracht hat. Und der Tod des Bruders war, denke ich, für die ganze Familie, aber deswegen auch insbesondere für Różewicz, einfach ein traumatisches Erlebnis. Weil es eben der, wie der Titel heißt, eben der ältere Bruder, der große Bruder, der den Tadeusz da in zu vielem mitgenommen hat, ihn an vielem hat teilhaben lassen, weil der plötzlich nicht mehr da war. Der jüngere Bruder Stanisław, der jüngste der drei, der 1924 geboren ist, also nochmal 3 Jahre jünger als Tadeusz und 6 Jahre jünger als Janusz, der kommt in dieser Geschichte nicht so oft vor, weil er einfach für vieles zu jung war. Tadeusz Różewicz musste schon warten, bevor er sozusagen mitmachen durfte in der Heimatarmee, und der Stanisław war einfach noch zu jung. Aber der war dann derjenige, der bei der Exhumierung der Leichen dieser damals dann in Lodz von der Gestapo getöteten Widerstandskämpfer dabei war und den Bruder identifiziert hat. Und er war der mit dem Vater, glaube ich. Also die waren zu zweit da, und Tadeusz Różewicz schreibt, er hätte nicht dorthin fahren können. Das sei zu, hätte er nicht ausgehalten, nicht ertragen. Und der Stanisław Różewicz beschreibt auch diese Exhumierung, das Drumherum, den Umgang mit diesen Widerstandskämpfern in Polen nach dem Krieg, in dem Buch auch auf eine sehr, sehr berührende Weise. Das heißt, er war in diesem Bruderverhältnis, war er wahrscheinlich als kleiner Bruder so ein bisschen außen vor, aber gleichwohl spielt er eine wichtige Rolle und auch künstlerisch, weil er und Tadeusz Różewicz dann später auch Filme zusammen gemacht haben, zu denen Tadeusz das Drehbuch geschrieben hat. Das heißt, auch da gab es eine enge Beziehung. Das Buch Unsere ältere Brüder wurde in Zusammenarbeit vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt und dem Polnischen Institut in Düsseldorf veröffentlicht. Wie kam es zu der Übersetzung des Buches und natürlich auch zu der Veröffentlichung? Die Übersetzung des Buches hat eine lange Geschichte. Also ich habe es zusammen mit Alois Woldan übersetzt, inzwischen emeritiertem Professor für Slawistik an der Universität Wien, bei dem ich vor inzwischen schon vielen Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe. Und in dieser Zeit gab es, das war Mitte der 2000er Jahre, gab es eine wissenschaftliche Konferenz über Tadeusz Różewicz, bei der das Forschungsobjekt auch persönlich anwesend war. Und damals haben wir schon auch darüber nachgedacht, dass man eben auch das Buch über den Bruder, an dem ihm sehr viel gelegen hat, auch übersetzen könnte. Und jetzt war eben der 100. Geburtstag von Różewicz ein Anlass, dass eben das DPI, das Deutsche Polen-Institut, gesagt hat, wir nehmen das in die Reihe der polnischen Profile, in die es auch gut reinpasst, weil es dort um diverse, ja, um Biografien, zeitgeschichtliche Themen im Zusammenhang mit Polen geht, dass das Institut das Buch in diese Reihe aufgenommen hat und natürlich mit Hilfe des Polnischen Instituts in Düsseldorf es dann auch möglich geworden ist, das zu finanzieren. In der deutschen Ausgabe des Buches gibt es ein Vorwort, das Tadeusz Różewicz speziell an die Leserinnen und Leser richtet. Wie würdest du das Vorwort interpretieren? Steht vielleicht eine besondere Intention des Autors dahinter? Ja, für Różewicz war immer schon das Verhältnis zu Deutschland wichtig. Er ist in einer Gegend aufgewachsen, wo Deutsche und Polen nebeneinander gelebt haben bis zum Krieg und wo es eben auch Familien gab, wo sich dann die
jungen Männer entscheiden mussten, auf welcher Seite sie jetzt kämpfen, ob sie in der polnischen Armee kämpfen oder ob sie in der Wehrmacht kämpfen oder teilweise auch nicht gefragt wurden und in die eine oder die andere gesteckt wurden, dass da aus Nachbarn eben oft unvermittelt Gegner wurden, weil sie einfach in eine andere Uniform gesteckt worden sind. Das heißt, so das deutsche Thema war schon sozusagen ja, biografisch immer wichtig für ihn. Und nach dem Krieg war er auch in Polen einer der Ersten, der sich mit Relikten der deutschen Kultur in den sogenannten wiedergewonnenen Gebieten, also in den alten deutschen Ostgebieten, die dann an Polen gefallen sind, nach dem Krieg beschäftigt hat. Er hat über deutsche Friedhöfe, zerstörte deutsche Friedhöfe geschrieben, über Baudenkmäler, Kirchen und so etwas und die deutschen Inschriften, die man dort findet. Und er hat zusammen mit Karl Didecius, der der Erste war, der seine Gedichte ins Deutsche übersetzt hat, auch eine Freundschaft gepflegt, die die beiden immer durchaus auch als Modell der deutsch-polnischen Versöhnung verstanden haben. Das heißt, also dieser Aspekt war für ihn immer wichtig. Und bei dem Buch über den Bruder, das hat er auch in Gesprächen immer wieder betont, also konnte man in Interviews lesen, aber auch in persönlichen Gesprächen hat er immer wieder darauf hingewiesen, und das ist eben das auch, was er in dem Vorwort formuliert dann, dass letztlich die Generation seines Bruders, seine Generation und dann mit Abstrichen die seines Bruders letztlich in Polen dasselbe gemacht haben, wie die gleichaltrigen Hans und Sophie Scholl und deren Gefährten aus der Weißen Rose in Deutschland. Und dass er sich diesen Deutschen, dieser Tradition des Deutschen, des Widerstands gegen den Nationalsozialismus verbunden fühlt und dass er das noch einmal auch mit diesem Buch, wo es letztlich ja um einen ja, jungen Polen geht, der von Deutschen ermordet wurde, dass er diese Tradition, diese Verbundenheit noch einmal unterstreichen wollte. Und dass er wollte, dass das Buch in diesem Sinne gelesen wird, auch nicht als Anklage, sondern eben als Zeichen, dass auf beiden Seiten, wobei natürlich auf polnischer Seite deutlich zahlreicher als auf der deutschen Seite, aber trotzdem es Menschen gab, die nicht einverstanden waren. Das war ein Podcast des Polnischen Instituts Düsseldorf. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast teilen und auf Ihre Kommentare und Fragen. Sie finden uns online auf der Webseite institutpolski.pl/düsseldorf und auf unserem YouTube-Kanal, Facebook und Instagram. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Über das Buch Unser älterer Bruder, eine Textcollage von Tadeusz Różewicz sprach Bernhard Hartmann, der Übersetzer. Textfragmente aus dem Buch las Julia Dillmann. Das Gespräch führte Monika Werner. Das Buch ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Polen-Institut Darmstadt und dem Polnischen Institut Düsseldorf im Verlag Harasowitz 2021 erschienen. Aus dem Polnischen wurde es von Bernhard Hartmann und Alois Woldan übersetzt.